Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mich mit dem Thema raue, trockene, rissige Hände beschäftigen. Ja, wer kennt das nicht zu der heutigen Zeit? Durch das viele Händewaschen und Desinfizieren sind unsere Hände furchtbar trocken und rau, sodass man überall hängen bleibt. Ich kriege ganz viele Anfragen von euch, ob ich nicht auch da eine Lösung hätte. Ja, ich benutze im Moment am liebsten das Homecare Set von der Firma LCN. In dem Set enthalten ist ein wunderschönes Peeling mit Zuckerkristallen, angereichert mit Zitronenöl, eine Handcreme mit dem weißen Teeextrakt, welches ein toller Radikalfänger ebenfalls ist. Die Creme ist von der Struktur her ganz leicht, aber trotzdem sehr reichhaltig. Und für den Abschluss könnt ihr noch das wunderbare Macadamia-Nussöl für die Nagelhaut benutzen. Geliefert wird das Ganze in so einem feinen, hübschen Täschchen. Und ja, für die Nägel ist natürlich auch nochmal eine Nagelfeile mit dabei. Zur Anwendung würde ich euch gerne ganz kurz mal dran teilhaben. Ich habe hier schon mal was Kleines vorbereitet. Also eben meine Handbadschüssel. Ihr badet quasi eure Hände ganz kurz mal in dem Handbad drinnen. Nehmt das Peeling. Davon braucht ihr wirklich ganz wenig, weil es wirklich sehr reichhaltig ist. Ja, wozu brauche ich überhaupt ein Peeling? Peeling dient immer dazu, um eben diese trockenen, abgestorbenen Hornschüppchen, die eben tatsächlich ja nicht mehr lebendig sind, abzunehmen. Das funktioniert mit dem normalen Händewaschen meistens nicht, deswegen benutzen wir eben ein Peeling. Mit solchen Kreisen und Bewegungen könnt ihr dann eben das Peeling schön verteilen. Vergesst natürlich nicht eure Finger, ganz wichtig. Auch die Nagelhaut ein bisschen alles einmassieren. Auch die Handinnenflächen, auch die sind nämlich wahnsinnig trocken. Und durch das Zitronenöl habt ihr den Riesenvorteil, nicht nur, dass es wunderbar duftet und jetzt auch zur Jahreszeit wunderbar passt. Wenn ihr jetzt gleich das abnehmt, habt ihr einen schönen Rückstand von dem Nagelöl. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich gleich sehen. Einmal ein bisschen abtrocknen. Denkt dran, wenn ihr die Hände gewaschen habt bzw. gepeelt habt, tupft die Haut ab. Nicht rubbeln, nicht reiben. Das tut der Haut ebenfalls nicht gut, denn die Haut ist ja schon sehr gereizt mittlerweile. Danach nehmt ihr die Handcreme. Auch da braucht ihr wirklich ganz wenig, denn wie gesagt, es ist eine sehr reichhaltige Handcreme. Ja, das reicht schon im Prinzip für eine Hand. Und seid gut zu euch, verteilt es schön, nehmt euch die Zeit. Auch hier wirklich Finger für Finger. Und auch ruhig dran denken, immer schön nochmal die Nagelhaut. Geht ruhig ein bisschen über die Hand in den Arm hinein. Vielleicht kann man schon so ein bisschen den Unterschied sehen. Also meine Hände sind wirklich extremst trocken. Ich neige an tatsächlich eh schon zu trockener Haut. Fühlt sich wirklich angenehm an. Und dann geht ihr einfach mit dem Nagelöl über die Nagelhaut nochmal drüber. Lasst das ein bisschen einziehen und massiert das schön ein. Ja, das ist mein kleiner Tipp für trockene, rissige, raue Hände. Ich hoffe, ich konnte euch auch hier wieder einen kleinen Einblick verschaffen über das, was wir alles Schönes von dem Homecare-Sets haben von der Firma LCN. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ihr seid super, teilt es wunderbar, die Videos, und macht weiter so. Ihr helft mir damit wirklich sehr. Ich freue mich und ja, scheut euch nicht, mich anzurufen oder eben anzuschreiben. Ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.